Was geht ab, Freunde? Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den BVB eFootball-Kanal. Viel Spaß. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen, ey. Herzlich willkommen zum Stream. Wir werden das Ganze zusammen heute mit dem Stefan machen, unserem Coach. Atakan ist nicht dabei, der wird ersetzt durch Mike Beere. Ja. Müsste sein. Und die Hahn fehlt und also kann heute leider auch nicht teilnehmen. Der wird jetzt quasi ausgelost, wer dafür teilnimmt. Also spielen ist 90er-Modus, ja? Ja. Schieß. Okay. 90er-Modus. Ja, Ultimate Team geht ja nicht, ne? Ja, ja. Was eine Scheiße. So, das sind die Partien. Gucken wir uns mal an. Tigges gegen Bakir. Jaja gegen Bakir danach. Okay, Bakir spielt jetzt auch gegen Tigges. Filjuk, also alle Partien laufen gerade. Auch schon 2-0 führt der Sub für 2-0 hier. Der Filjuks. Er liegt 1-0 zurück, ne? Ja, ist ja schon ein bisschen weit. Außer guck mal, siehst du das Dekos Gesicht? Er ist schon wieder voll geladen. Hat keine Lust mehr. Eine PlayStation 5 gewinnt beim Finalturnier. Ziemlich viel PSN-Guthaben und so weiter. Geile Preise. Also unbedingt mal mitmachen, wenn ihr an einem Turnier mal teilnehmen wollt. Starkes Tor von Zeko vor der Halbzeit. Ich habe leider noch gar nichts gegessen heute. Oh, 1-0 für Nick. Ich werde mich auch nach dem Stream direkt hinlegen, denke ich. Oh, 1-1. Jetzt der Turniersieger erhält eine exklusive BVB-Box mit der Inform-Karte von Mats Hummels und einen FIFA 21 in der BVB-Edition. Okay. Da oben siehst du das. Ja. Das ist ja die Box, die Spieler kriegen, ne, wenn sie einen Inform erhalten. Ach krass, okay. Nee, schon Schutz ziemlich geil, ne? Ja, auf jeden Fall. Boom, 2-1. Krass. Jude Bellingham. Gegen wen spielt er? Beim Phil Jukes 4-1. Krass. Und ich glaube, Bakir führt 1-0. Oh, krass. 2-2 bei Seko. Oh, guck mal jetzt. Einfach haut, ich kenne ihn. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Oh, Serkan hat spannend gemacht. Gut Moral bewiesen, immer gut zurückgekommen, ja? Ja. Oh mein Gott, jetzt geht's aber ab hier. Ach, er hat geschrieben, er schreibt, kommuniziert gerade im Discord. Oh, 2-1 in der 90. hat Tigges gemacht, krank. Schade, ja, Bakir. Schaffst du schon, ist nicht so negativ sehen. Auch wenn es nur der 90er-Modus ist. 1-0 Mocky. Oh, der Alex liegt 3-0 zurück, ey. Ich glaube, der wird sich nicht freuen. Na, 90er-Modus ist nicht selbst anscheinend, ne? Nee, meins auch absolut nicht, echt. Oh, 1-0. Oder? Ne, 1-1. Ja, wer spielt denn hier? Ansgar spielt gegen wen? Müsste gegen Jan Reckert spielen. Ob ich zweistellig will oder nicht. Da liegst du nur 3-0 zurück, ist da alles drin. Guck mal, über 8000 Zuschauer. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Wir würden uns freuen, wenn ihr ein Follow da lassen würdet, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, einfach auf das Herz unten drücken. Dann gehen wir so langsam straight Richtung 50.000. So, Jaja ist im Game drin jetzt. Was? Schon Tor? Denise, Classic, davon ist tatsächlich nichts fake. Jaja liegt direkt zurück, 1-0. Oh, 2-0, was geht da ab bei Jaja? Jetzt um Gruppensieg, Mocky gegen Seko. So, ich guck mal. Lass uns mal kurz die Tabellen hier angucken, Leute. Yes. Also Gruppe 1 sind ja Tigges und Jaja schon weiter. Mhm. Und das bleibt so. Yes. Und wahrscheinlich, Tigges führt ja gerade 2-0. Wahrscheinlich Gruppensieg für Tigges. Gruppe 2. Ja, ich glaube. Das sind Phil und Mike weiter. Ja. Spielen jetzt um Gruppensieg. Oh, was? Ja. Hier, die ist spannend, die Gruppe. Da kann Nick oder Ansgar einer noch rausfliegen, ne? Ja, Jan hat's wieder spannend gemacht. Jan ist raus, also der ist durch. Ja. Also jetzt spielt gleich Ansgar gegen Nick. Also Nick muss gewinnen, unentschieden reicht nicht, ne? Das Spiel können wir uns angucken, ne? Ja. So, und letzte Gruppe. Ja, Seko und Dings weiter. Phil Jukes spielt jetzt gerade auch, aber da geht's, bei allen geht's ja nur, wer wird Erster, ne? Mocky führt auch 1-0 gegen Seko. Ja. Jetzt meine Special-Formation, die er bekommen hat. Ja, wenn's morgen nicht besser wird, gehe ich zum Arzt, aber ich denke mal, das ist ja jetzt schon ein bisschen besser geworden. Ja, 1-0 Nick. Ja, ja. Ist das neben Niki sein Coach? Das sieht aus, als ob der die Rolle von dir übernimmt, Stefan. Ja, eiskalt.
Das dann sieht doch ein bisschen ähnlich, Stefan. Ne, wollte ich auch gerade sagen. Ist das dein verlorener Bruder? Verlorener. Wir nur. Oh, guck mal jetzt. Wenn er... Was ist das denn? 1-1. Ah, das war schlimm. Boah, richtig gut, dass du angekommen bist. Sowas ist Horror. Ja. Wenn du dann irgendwo mitten im Nirgendwo stehst. Ja. Oh, guck dir an. Das war gut gespielt. Ach, Stefan. Ja, wir kommen dann bei euch vorbei in so... Elfmeter, Nick. Boah, was war das denn? In so DHL-Outfits. Oh. Ja, doch, mit dem Batman-Profil, ne? Ja, das sollte durch sein jetzt, ey. 3-1. Das sollte durch sein, ja. Nicky und Coach. So, jetzt haben wir hier alle weiteren Games, Leute. Wir haben Tigges gegen Seko, Mike Behre gegen Jan Reckert, Jaja gegen Mocky, Phil gegen Nick Luigi. Also werden geile Spiele. Okay, das ist das einzige Spiel, was läuft gerade. Von Reckert und Seko. Oh, guck mal, was der Seko da Schönes kassiert hat. Der wurde hops genommen. Schade, Seko. Ja, ich stehe zum anderen Spiel, da war auch schon ein Tor, ne? Ja. Für wen? Für Reckert. So, Mocky spielt es auch gegen Jaja. Also wir haben jetzt 4 Spiele, Leute. Seko gegen Tigges, Mocky gegen Jaja, Nick gegen unseren Phil Jukes hier aus dem Chat. Der führt, der Phil. Oha, es geht nie ab. Der Phil führt. Oh je, aber Niki darf man nicht abschreiben. Der kommt Mike noch. Behre auch 400k wert in Liga 3. Boah, stabil, ey. Oh, Tigges Mocky damals halt gemacht, ja. Mocky. Eine Maschine, der Mocky. Typ. Und wie steht's bei Instagram einfach. Ah, bei Nick steht's 1-1. Ja, Tick ist echt super Spieler, kann man nichts anderes sagen. Wie steht er denn jetzt gerade? 2-0 führt er gegen Seko? Ach du Scheiße. Schade, Seko. Und Jaja ja, führt auch 2, ne? Was? Jaja, nee, Mocky führt 2. Mocky, ja, ja, genau. Ich glaube, jetzt kommt da fast das 3-0, oder? Uff, ach du Scheiße. Guck dir das mal bitte an. Eigentlich müsste er Rage quitten. Bei Nick steht 1-1, da ist am spannendsten. Ich glaube, bei Reckert ist er auch schon so gut wie durch. Boah, er macht sogar die Flanke, er hat die Eier, yo, krass, stark. 4-2. Boah, komm, wie spannend jetzt beim Nick, ne? Der muss jetzt. Krass, einfach dieser Phil Jukes hat da gewonnen. Stell dir mal vor, ich hätte einen anderen im Nightbot da bekommen. Der ist drin. Richtig. Safe jetzt, guck, oder? Sei doch ehrlich, du wusstest, wen du da auswählst. Boah. Ja, 3-1. Ja, das hat da einfach den Nick raushaut. Ja. Ja, mit Stimme. Boah, guck dir das an. Ja, der haut einfach mal den Nick raus, ne? Nick ist raus. Er ist Schalker schreiben hier. Ah, Digga. 5-1, Mann. Oh, Mocky 6-0, Alter. Ja, geht ordentlich baden. Ja, ey, jeder Schuss, nicht jeder Schuss, das nicht, aber jeder Angriff, den er vernünftig ausgespielt hat, und da waren 2, 3, wo er dann einfach gelupft hat, jeder Angriff, den er vernünftig ausgespielt hat, war drin. Mega stark gespielt. 2-0 für Tigges. Mann, Jan, streng dich an. Oh, guck mal hier, Phil Jukes mit dem 1-0. Am Ende fliegen unsere beiden raus, stell mal vor. Und letztes Mal gegen Tigges 3-2 sogar, da habe ich sogar 2 Tore gegen ihn geschossen. Guck mal, der Jukes. Ach, oh mein Gott, guckt euch das an. Oh, jetzt könnte der Reckert zurückkommen. Komm schon. Elfmeter oder was? Yes. Ja, nächstes Mal denke ich dran. Ja, du, deine Sache. Aber dann frag mich nicht an den Film. Ja. So, vorher waren irgendwie alle mal voll das Gesicht gezogen. Aber verstehe ich vollkommen. Ja. Oh, 2-2, was ist das denn? Das darf doch nicht wahr sein. Er steht auf. Kaum mal umgestellt die Formation. Offensiv plötzlich am Laufen hier. Aber jetzt mal ernsthaft, das Niveau ist extrem hoch, ne, beim BVB Cup. Ja. Das ist ja wirklich fast schon ein E-Sports-Niveau. Also jetzt nicht meine Anteilnahme, aber so von dem, was ich halt sehe, irgendwie hier gerade und auch was ich gefühlt habe, als ich gespielt habe, selber. Ah, die Jungs können spielen. Ja, nicht nur, die können nicht nur spielen, sondern die können halt verdammt gut spielen. Wie der den gehalten hat, ey, Wahnsinn. Boom! Schnurjunge! Genau so! Weißt du, was Tor macht, Tigges? Junge, so macht man das! Was geht denn da ab, Alter? Ich hab auf dich gesetzt, nach dem 0-2 kamst du wieder. Alter, und Mocky raus, ja. Genau so! Jetzt musst du aber, jetzt hast du ein ganz schweres Spiel vor dir. Der Junge skillt. Boah, einfach Mocky rausgehauen. GG's, ey. Was ist eigentlich los hier? Ich gucke gerade in den Turnierbaum und da steht, ich habe 70-0 verloren. Also übertreibt man nicht. Ja? Ah, das ist ja, da steht 70-0. Das muss ich mal sehen.
Schnell. Hat Mocky eingesetzt. 70-0. GG's, ja, ja. Alle, im Finale ist unser Wildcard-Gewinner, also derjenige, der gezogen wurde vom Turnier, Phil Jukes. Und spielt jetzt gegen Jan Reckert. Jan hat sich echt ins Finale gesneakt, gerade in der 90. gegen Tiki Nator ein Tor gemacht. So, ich bin gespannt, Chat, was sagt ihr, wer gewinnt das Finale? Boah, was? Warum sind denn so viele auf einen? Ja, ja, alle im Finale. Jukes. Reckert. Krass, alle sind für Jukes. Ich habe von Anfang an gesagt, Jan gewinnt das Turnier, wirst sehen, er macht das schon. Auf so, Finale kommt jetzt, Leute. Ein Spiel, der spielt echt gut, Mann. Hast genau den richtigen ausgewählt. Ich schwör's dir, ich habe genau den richtigen ausgewählt. Krank. Ja, würde ich mal sagen. Alter, das wird 90 Minuten jetzt so gehen, ne? Puh. Krank, Digga. Einfach Wildcard gewinnen. Du hast schon gegen die Guten gespielt. Ich wurde sogar schon mal nach einem Autogramm gefragt. Hey Mo, kannst du Jutta schreiben? Junge, oh ja, genau so und nicht anders. Einfach 1-1. Ruhig bleiben vor. Was ein Finale hier, das ist doch spannend. Einfach ruhig bleiben, der macht schon seine Fehler, der gibt dir deine Möglichkeiten. Nutz sie. Dann ist ja logisch, dass es verzögert ist. Ja. Oh nein, Jan, komm, gut stehen. Nee, wie er sich doch noch freut, ist ein Schalker hier gewesen. Was laberst du? Freue ich mich denn? Nein, war ja auch gut gemacht, muss man mal zugeben. Was ein Typ, dieser Jan Reckert, Mann. Junge, was geht hier ab, Alter? Was für ein Typ? 2-2, Finale. Alex, klar hat er sich, wenn er gewinnt, hat er sich's verdient. Das ist doch alles nur Spaß. Aber trotzdem hier. Sehr gut, Jan. Was ist jetzt? Golden Goal. Achso, okay. Würde ich sagen, ja. Phil, Golden Goal. Nee, gibt's nicht. Müsst ihr neu starten. Gibt nur. Ihr müsst neu starten und dann wer als erstes das Tor schießt. Ach, zu Scheiße. Wenn bis zum 90. kein Tor fällt, dann geht's nochmal in die nächste, ins nächste Cave. Das wäre krass, ne? Aber glaube ich nicht. Glaube ich nicht, weil du schon wieder mehr siehst als ich, ne? Und mehr weiß. Weil ich mehr weiß als du, ja. Sag ich doch. Unfassbar. GG's, Alter. Krass. Phil Jukes gewinnt das Turnier, Alter. Unglaublich. Den ich am Anfang des Streams ausgewählt habe. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Habt einen Follow auch dagelassen für die, die es noch nicht gemacht haben. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, geile Spiele, gerne wieder. Ja, hat Bock gemacht. Jetzt kannst du noch was sagen. Ja, war cool. Hat Bock gemacht, Leute. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt. Wir verabschieden uns dann auch an dieser Stelle. Korrekt, dass ihr alle am Start gewesen seid, hat Bock gemacht. Diesmal auch nicht zu lange. Wir sind raus, Leute. Und ciao. Ja, einfach so.